und herzlich willkommen bei Frau Janik Probiert's aus, probier's auch! Und heute probiere ich eine super leckere Torte und zwar nenne ich sie Tropical Torte. Und zwar bringt sie ein bisschen Sonnenschein jetzt in die triste Jahreszeit. Die sieht super aus und die sieht auch nicht nur so aus, die schmeckt auch richtig gut. Sie ist vegan, hat einen veganen Biskuitteig, der wirklich gelingsicher ist. Also den kriegt ihr dahin, ganz schnell zusammengemischt und ganz schnell gebacken. Dann kommt eine weiße, leckere Cremeschicht mit Zutaten, die ihr vielleicht nicht vermutet. Und dann natürlich die gelbe Tropical Schicht aus Mango und Ananas, die richtig lecker schmeckt. Das Ganze ist nicht so süß, wie ihr es ja auch von mir kennt. Wenig Zucker und so weiter. Und einfach richtig, richtig lecker. Müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. So, dann würde ich sagen, fangen wir am besten mit dem Boden an und der ist wirklich ganz einfach gemacht. Ich habe hier einmal Dinkelmehl in meiner Schüssel, dann habe ich hier ein bisschen Speisestärke, Kokosblütenzucker, da könnt ihr natürlich gerne auch einen anderen Zucker verwenden. Hier habe ich Backpulver und ein bisschen Natron, dann eine Prise Salz. Hier habe ich pflanzliche Milch, ich habe jetzt Hafermilch, da könnt ihr natürlich auch wählen, was ihr zu Hause habt oder gerne habt. Dann habe ich hier ein bisschen Apfelessig und zwar kommt der in diese Milch hinzu und es gibt dann sozusagen Buttermilch. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Öl und das waren die Zutaten für den Teig. Und als allererstes vermenge ich jetzt die trockenen Zutaten miteinander, dann die flüssigen. Das Ganze wird kurz untergehoben, kommt dann in die Form und dann sofort in den Backofen. Jetzt verrühre ich das Ganze kurz und zwar wirklich auch kurz, bei veganen Teigen immer kurz verrühren, damit es dann auch wirklich noch schön aufgehen kann. Und so ist der Teig jetzt schon fertig. Ich habe jetzt hier eine Springform mit Backpapier ausgelegt, einfach nur unten, nichts weiter gemacht. Gebt den Teig jetzt hinein und dann kommt das Ganze auch schon in den Backofen bei 180 Grad Umluft für ungefähr 15 Minuten. Dann macht ihr am besten die Stäbchenprobe und dann seht ihr, ob er auch schon wirklich durch ist. So, während der Boden jetzt im Ofen ist, mache ich schon mal weiter und zwar mit der gelben Schicht, also der fruchtigen Schicht. Und zwar braucht man dazu eine Mango und eine Ananas und zwar davon nur die Hälfte. Das werde ich jetzt erstmal klein schneiden und rüsten und so weiter und dann kommt das in meinen Mixer und dann werde ich das Ganze erstmal fein pürieren. So ist das Püree jetzt fertig. Jetzt fülle ich es in einen Topf und da lasse ich es erst einmal, denn später muss ich es dann aufkochen mit Hilfe von Agar-Agar, damit das Ganze dann geliert. Aber in der Zwischenzeit kümmere ich mich schon mal um die weiße Creme, während der Boden jetzt am Auskühlen ist. So, jetzt geht es weiter mit der cremigen Schicht. Die ist auch super einfach gemacht. Dafür habe ich jetzt den Mixer gar nicht groß ausgewaschen, sondern einfach nur gut ausgekratzt. Die ganzen Zutaten, die kommen jetzt in den Mixer, werden zusammengemixt und dann ist unsere Crememasse auch schon fertig. Und zwar habe ich hier einmal Cashews, die habe ich über Nacht in kaltes Wasser eingeweicht. Das Wasser werde ich jetzt abschütten, nochmal schön ausspülen und dann gebe ich die Cashews in meine Küchenmaschine. Dann habe ich hier ein paar Datteln genommen und zwar habe ich die erst in heißes Wasser eingelegt, damit sie weicher sind und die Küchenmaschine nicht zu viel Mühe hat. Die kommen jetzt dazu als Süßungsmittel sozusagen. Das schmeckt dann richtig, richtig lecker. Und da könnt ihr natürlich auch ein bisschen abschmecken. Wenn es euch nicht süß genug ist, dann nehmt ihr einfach noch ein bisschen mehr Datteln oder noch eine andere Süße zusätzlich dazu. Dann kommt als nächstes Seidentofu hinzu, wirklich dieser lapprige Tofu, nicht der feste, nicht verwechseln, der ist nämlich super geeignet für Cremes, Desserts und so weiter. Und den gebe ich als nächstes in die Küchenmaschine.
Als nächstes gebe ich dann Kokoscreme hinzu, das heißt, es ist der feste Teil der Kokosmilchdose. Die habe ich davor über Nacht im Kühlschrank gelassen, dann separiert sich Kokoswasser und Kokoscreme und wir brauchen dann nur den festen Teil. Wichtig ist, dass ihr eine Vollfett-Kokosmilchdose wählt, dass sich dann auch wirklich viel von dieser Kokoscreme darin befindet, also nicht die Light wählen. Und wer das nicht so gerne hat, den Kokosgeschmack, kann das natürlich auch gerne weglassen. Die Masse würde auch ausreichen, aber ich finde, es schmeckt richtig lecker, passt auch zu Tropical-Torte. Und so stark, finde ich, schmeckt man das auch gar nicht raus. Das Kokoswasser muss ich jetzt noch trennen, dafür nehme ich mir jetzt hier noch ein Glas. Das gebe ich dann so in den Kühlschrank und kann es zum Beispiel dann weiterverwenden für zum Beispiel Smoothies. So, nach ein paar Minuten ist dann die Creme auch schon fertig. Einfach schauen, dass sich alles gut miteinander verbunden hat, dann ist es schon perfekt. Den Kuchenboden, den habe ich jetzt auskühlen lassen, der ist also komplett kühl. Und jetzt kommt die Creme oben drauf und das Ganze kommt dann so ins Gefrierfach, wenn ihr da Platz habt, damit das Ganze schneller fest wird. Und dann kann ich mich um diese tropische, fruchtige Schicht kümmern. Und die dann oben drauf verteilen, damit sich das Ganze nämlich eben dann nicht vermischt, muss die andere erstmal richtig fest werden. Jetzt geht es noch weiter mit der Fruchtschicht und zwar habe ich die jetzt eben in den Topf gefüllt. Jetzt gebe ich noch ein halbes Päckchen Agar-Agar hinzu. Das Ganze muss mindestens 2 Minuten sprudelnd kochen, damit sich dann die Wirkung entfalten kann und das Agar-Agar dann auch gelieren kann und es auch wirklich fest wird. Um das nachzuprüfen, ob das wirklich funktioniert, könntet ihr zum Beispiel eine kleine Probe entnehmen von dem Ganzen, auf einen flachen Teller legen, in den Kühlschrank und wenn es dann fest ist, dann hat es auch wirklich geklappt. So mache ich das meistens. So, das Fruchtpüree ist jetzt fertig. Es hat auch geliert im Kühlschrank mit der kleinen Probe, die ich genommen habe. Und jetzt habe ich das Ganze noch ein bisschen auskühlen lassen, am besten jetzt gerade auf dem Balkon. Dann habe ich hier den Kuchen aus dem Kühlfach genommen und das ist jetzt auch fest geworden. Jetzt kann ich das oben drauf verteilen und dann gebe ich das Ganze wieder ins Tiefkühlfach oder in den Kühlschrank. So, und nach ein bisschen Wartezeit, nach der Kühlzeit, ist die Torte auch schon fertig. Richtig lecker, sensationell lecker, müsst ihr also unbedingt mal ausprobieren. Die ganzen Mengenangaben, die findet ihr wie immer auf meinem Blog www.fraujannik.com. Schaut dort vorbei, hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar, wie es euch geschmeckt hat. Es freut mich nämlich jedes Mal riesig. Nicht vergessen, auch noch meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, damit ihr auch keine weiteren Rezepte mehr von mir verpasst. Und wenn ihr mir Fotos schicken möchtet, dann immer, immer gerne. Ich freue mich immer riesig darüber. Und das geht am besten bei Instagram. Und da benutzt ihr am besten den Hashtag FrauJannik oder @FrauJannik. Dann kann ich nämlich die Fotos immer sehen. Vielen, vielen Dank dafür. So, ich freue mich jetzt hier schon, das erste Stück zu vernaschen. Und ich hoffe, euch hat diese Torte gefallen, inspiriert euch, ein bisschen für Sonnenschein zu Hause zu sorgen. Also probiert sie unbedingt mal aus. Richtig, richtig lecker. Die müsst ihr einfach ausprobieren. Tropical Torte. Richtig gut. So, ich freue mich jetzt, das zu essen und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren, wie immer. Und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik. Hier könnt ihr es nochmal sehen, diese 3 Schichten. Richtig gut. Und vegan, nicht zu vergessen. Richtig genial. Also, ihr müsst es unbedingt mal ausprobieren. Mhm.
total erfrischend, total cremig, total lecker. Ein super Geburtstagskuchen oder wann immer Kuchen. Und am besten macht ihr gleich ganz, ganz viel davon.